Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ich habe gerade schon einmal diesen Part aufgenommen, so wie gestern auch schon den anderen Part. Das Problem war, dadurch, dass ich ja mein neues Equipment gestern bekommen habe zu Weihnachten, habe ich meinen ganzen Rechner einmal komplett abgebaut und so und alles auch abgeschlossen und dadurch haben sich bei OBS einige Einstellungen verändert. Und ich dachte, ich habe sie gerade wieder alles vorher schon alles richtig eingestellt, aber nein. Mein Mikrofon war übelst leise eingestellt. Von meinem Rechner aus, nicht von OBS. Und mein Desktop-Audiogerät. Also, ne? Ingame-Sound und so wurde nicht erkannt, weswegen ich das jetzt auch nochmal umstellen musste. Ja, GG. Deswegen weiß ich jetzt alles, was schon passiert. Leider. Es tut mir leid. Ja, ich wusste es. Ich wusste, dass du die Spitze schon erreicht hast. Schattendiager. Oh Mann, ey. Was ist jetzt? Mann! Das regt mich richtig auf. Das regt mich jetzt richtig auf. Und irgendwie hängt mein Kabel gerade ein bisschen schief von meinem Mikrofon. Schon besser. Fast. Nein, Moment mal. Ah! Ein Moment. Ich hab's gleich. Das muss hier rum. Und hier lang. Und so. Schon viel besser. Moment, habe ich noch Kaffee in meiner Kasse? Nein? Okay. Ja. Ist alles in Ordnung. Ja, bis auf. Es sieht so aus, als ob sich die Ärger vor Schmerzen krümmt. Der Planet bewegt sich wieder. Dies wirkt dem verdunkelten Herz von Meister Dialga wohl Schaden zu. Celebi, dort hinter Dialga. Ja, der Zeittunnel. Es könnte sehr gefährlich sein, wenn der Zeittunnel beschädigt wird. Dieses Gebiet. Nach und nach verschwinden in ihm die Spuren des Zeitstillstands. Es wird heller. Der Wind hat zugenommen. GGGGG. Jo. Oh, Licht strömt aus dem Körper von Diaga. Aus unseren e Körpern ebenso. Die Geschichte wird verzerrt. Geschichte verzerrt? Uns läuft die Zeit davon. Das Ende kommt immer näher und näher. Wie bitte? Bis zu unserem Verschwinden sollten wir alles Mögliche tun, um Meister Diaga wieder zur Vernunft zu bringen. Genau, im Namen der Zukunft. Dieser Kampf. Es wird unser letzter sein. Doki, Dragon, bitte, meine Kräfte. Sie dürfen mich jetzt nicht verlassen. Auf geht's! Yo! Letzter Fight, Leute. Oh Mann, es tut mir leid, dass ich jetzt alles schon kenne. Das ist total der Bullshit. Das regt mich richtig auf. Es tut mir echt leid. Es ist scheiße. Ach, als ob er Zeitenlärm einsetzt. Jetzt ist er handlungsunfähig, genau. Oh Mann, als ob er Zeitenlärm eingesetzt hat. Ich dachte. Oh Mann. Celebi. Zack. Nochmal Zeitenlärm, als ob er nochmal Zeitenlärm einsetzt. Wir hoffen einfach mal, dass er einen Schritt zu uns kommt gleich. Dann machen wir es so. Ja gut, er kommt zu uns. Das war aber dumm. Wir verlieren definitiv einen Dings. Oder? Aus Celebi wehrt es ab, super geil. Dann können wir jetzt nämlich Absorber einsetzen. So viel hat das gar nicht gebracht. Wow, ich habe irgendwie erwartet, dass das mehr bringt. Ach, shit. Egal. Wir können erstmal eine Sinelbeere einsetzen für Celebi, denn Celebi hat ziemlich wenig Leben. Zwölfens und ich gehen eigentlich noch. Deswegen. Wir gehen eigentlich noch. Oh Mann. Antikraft auf Celebi. Ja, super, dass ich das gemacht habe. Haben wir nicht irgendwie was, was das ganze Team heilt? Das wäre super schön. Wir machen Schaufler. Er wird definitiv gleich irgendwen besiegen. Ich werde. Ja, definitiv. Klar. Kann nicht eingesetzt werden. Nice! Wir haben keinen Belebersamt verballert. Nice, wir haben keinen Belebersamt verballert. Gegegege. Heieiei, ey.
Dialga ist besiegt. Mein Körper. Mein Körper fühlt sich so schwer an. Aber wir haben es geschafft. Ja, das haben wir. Wir haben Schattendialga endlich besiegt. Der Tagesanbruch steht kurz bevor. Jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als zu warten. Lasst uns einfach auf unser Verschwinden warten. Unsere gemeinsame Reise geht zu Ende. Wir werden blasser. Garuru. Grrr. Dialga ist weg. Der Dialga. Grrr. Ja, Zwerfinst. Ja. Na, auch Celebi. Grrr, Reptane. Reptane, bitte sage mir. Meine Taten. Sprechen sie für sich? Ja, ohne Zweifel. Dann war es mir das wert. Ich habe nicht gezaudert. Bis zum Schluss nicht. Ganz ehrlich. Ich habe einfach gehandelt. Reptane, du hast mir gezeigt, dass Taten für sich sprechen. Dank dir habe ich... Es gibt für mich nichts zu bedauern. Nein, Zwölfinst. Zwölfinst ist weg. Zwölfinst. Ja. Vorbei. Auch ich so langsam. Celebi, geht es dir gut? Ja, ich bin in Ordnung. Die Morgensonne. Sie ist aufgegangen. Ach, Mann. Ja, siehst du sie, Celebi? Es ist die Morgensonne. Das ist also die Morgensonne? Ich hatte ja keine Ahnung. Eine Welt, in der die Sonne aufgeht. Wie schön das ist. Die Sonne. Ich wusste nicht, dass sie so warm sein würde. Dass ich die Sonne noch einmal sehen darf. Und dass ich sie gemeinsam mit dir sehen darf. Das macht mich so froh. Dass ich mit dir hier sein darf. Das macht mich so froh. Ja, mich auch. Auf Wiedersehen, Reptane. Ich bin so froh. Oh, Gänsehaut. Ich hatte das eben gerade, vor 5 Minuten erst, ne? Ohne Witz. Und es ist trotzdem, ich habe trotzdem eine Gänsehaut, ey. Das glaubt ihr nicht. Es ist halt echt, es ist super. Es ist super. Die Welt ist aus der Dunkelheit befreit. Wie es scheint. Wir sind immer noch hier. Ich bin nicht verschwunden. Warum? Das stimmt. Wir verschwinden gar nicht. Na, ich dachte, wir müssten verschwinden, als die Geschichte geändert wurde. Daher, warum jetzt doch nicht? Yay, die Zubiris freuen sich auch. Und die Schnäppkes. Und Krippok. Wir sind alle noch, wirklich noch da. Juhu, aber ich kann mir nicht erklären, warum wir erst verblassten, dann aber doch nicht verschwanden. Wie dem auch sei, wir sind alle noch da. Alle sind in Sicherheit. Findet ihr das nicht auch einfach wunderschön? Wenn es wirklich so passiert ist, bedeutet das also, es ist ein Wunder. Können wir es so nennen? Nein, das war kein Wunder. Herr Dialga. Meister Dialga. Lange Zeit.
war ich in Dunkelheit gehüllt. Und während dieser Zeit machte sich in der Welt das Chaos breit. Meister Diaga, dafür übernehme ich die Verantwortung. Jetzt, da die Ordnung wiederhergestellt ist, werde ich diese Welt, diese neue Welt, von Anbeginn unterstützen. Okay. Das ist... Sind das die telepathischen Kräfte von Meister Dialga? Ja. Wow. Das Land ist ergrünt. Was für ein schöner Anblick. Ah, das war Dialga. Die Kräfte von Dialga. Meister Dialga. Dialga, ich habe eine Frage. Vorhin, als wir nicht verschwunden sind. Du sagtest, es sei kein Wunder gewesen. Hast du also dafür gesorgt? Nein. Das war ich nicht. Meine Macht genügt nicht, um euer Verschwinden zu verhindern. Aber ein Wesen, das über mir steht, die Macht dieses Wesens, sie könnte es gewesen sein. Es war wohl diese Macht, die gewaltet hat. Das mag sein. Und deswegen muss ich euch danken. Es ist wunderbar, dass ihr für mich diese Welt von der Dunkelheit befreit habt. Ich bin euch wirklich dankbar. Wirklich. Euch. Und denjenigen, die in der Vergangenheit die Lähmung des Planeten aufgehoben haben. Euren Freunden. Das stimmt. Wir sind immer noch da. Doki, du auch. Ich hoffe, auch du bist in Sicherheit. Bist du auch nicht verschwunden? Bist du noch da? Und Dragon, du hast das Schicksal der Zukunft, der Pokémon der Zukunft geformt, als du den Lauf der Geschichte verändert hast. Mein Schicksal und auch das von Doki. Ich erwarte, dass du es selbst herausfinden wirst, aber schon jetzt. Was denkst du jetzt? Wind. Licht, ich bitte euch. Überbringt meine Nachricht. Bitte bringt sie zu Doki und Dragon. Oh Mann. Durch eure Bemühen wurde die Zukunft von der Dunkelheit befreit. Und wir und die anderen Pokémon der Zukunft, wir sind frei. Wir sind nicht verschwunden. Wir werden unsere Kräfte vereinen und die Welt wieder aufbauen. Celebi zu ehren, das mich den ganzen Weg über begleitet hat, bis hierhin. Wichtiger als alles andere ist, wir sind noch da. Das stimmt. Doki, Dragon, könnt ihr mich hören? Das Leben geht weiter. Oh Mann, Leute. Trotzdem noch Gänsehaut pur, ohne Witz. Oh, ich hatte das gerade vor 5 bis 10 Minuten erst gespielt. Und es ist trotzdem noch die Gänsehaut, ey. Es ist trotzdem noch echt mitreißend, sag ich mal. Ich finde, das ist super. Es ist einfach eine super Bonus-Episode. Das ganze Spiel ist einfach super. Oh Mann, ich finde es halt scheiße, dass ich das halt eben gerade schon erst gespielt habe. Dass mir das, ja, ist, ne, ist scheiße. Ich hasse das. Das passiert mir so häufig irgendwie in letzter Zeit, dass irgendwas dann falsch ist. Auch das mit dem Mikrofon. Dass mein Mikrofon sich einfach deaktiviert, sag ich mal. Vor der Aufnahme oder so. Ganz stumpf, das ist total ätzend. Tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was es ist. Ich glaube, meine Tastatur hat irgendwie Spacken, dass, ich habe ja auf Plus meinen Aufnahme starten und auf Minus Mikrofon stumm machen und wieder auf, stumm machen und endstumm machen, ne? Und Plus ist halt Aufnahme starten, Aufnahme stoppen. Ich habe das Gefühl, also ich komme nicht auf das Minus, das würde ich spüren, klar.
Aber ich glaube, mein Plus oder so hat so viele Spacken, weil ich da schon so oft drauf gehauen habe. Nein, keine Ahnung. Es hat irgendeinen Grund, hat vielleicht mein Plus ein Spacken, ein paar Spacken. Das ist ein. Es ist ja direkt unter dem Minus. Das ist irgendwie, wenn ich auf das Plus drücke, dass durch diesen Druck irgendwie auch das Minus aktiviert wird und dadurch mein Mikrofon stumm geschaltet wird. Keine Ahnung. Es fickt. Fickt? Was? Es pisst. Es fuckt mich ab. So, Mann, das wollte ich sagen. Es fuckt mich auf jeden Fall ab. Ah. Naja, trotzdem. Es ist, ach, herrlich. Auch beim zweiten, fünften, millionsten Mal durchspielen ist dieses Spiel super. Es ist super. Und wir sind einfach bei fast 100 Parts, Leute. Ich glaube, wir könnten sogar die 100 Parts noch knacken. Kacken. Ja, Alter, was ist denn heute mit meinem Deutsch? Oh, Mann. Dadurch, dass wir jetzt... Es kommt jetzt noch eine mega lange Episode, sag ich mal. In der Story. Mega lange bei der Story ein bisschen. Was? Mega lange bei der Story ein bisschen. Alles klar, Doki. Dein Deutsch ist im Arsch. Naja. Wir müssen jetzt noch Items lagern. Und wir haben keine Beleber verschwendet. Juhu. Items im Lager platzieren. Das alles natürlich. Wir nehmen mal die drei Äpfel erstmal nur. So, die Top-Elixiere. Dann hatte ich hier noch den Flea-Orb gelagert. Und so viele Äpfel, wie es noch ging. Wir haben sogar noch 7 Platz. Achso, den Rest habe ich, glaube ich, nicht lagern wollen oder so. Schatzbeutel aufstellen. Aufgeben, ja. Ja. Dass es hier nicht immer Option gibt, dass man den Rest des Schatzbeutels verkauft oder so, wäre ganz geil eigentlich. Aber naja. Hätten wir einen höheren Rang, würde unser Lagerplatz auch steigen, aber... Naja, guckt es euch an. Wir haben genug. Wir haben genug von den Bonus-Episoden. Denn wir sind fertig mit den Bonus-Episoden. Und jetzt... müssen wir insgesamt noch 3 Missionen machen. Dann geht's in der Story weiter. Wir müssen... Hä? Achso, ich wollte nehmen. Ups. Nein, ich wollte nicht alles nehmen. Okay. Lagern. Danke. Nehmen. 2400. So. So. Sehr gut. Genau, Leute, denn wir müssen jetzt noch drei Missionen machen. Nach der ersten Mission kommt eine kurze Szene mit einem Sturm und den Blockaden wegen der Entwicklung. Danach ein Traum. Und danach noch ein Traum. Und dann am Morgen geht's halt weiter. Ja. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.